Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, an einem fantastischen Tag in meinem wunderbaren kleinen Lädchen. Kommt unbedingt mal vorbei, so viele tolle Sachen anzuschauen. Es ist wahnsinnig heiß, es ist wahnsinnig sonnig. Hinter mir, ihr seht, wie die Sonne reinkommt. Ich muss wieder ein bisschen abdunkeln. Ich hoffe, ihr kriegt das hier alles gut zu sehen. Passt mal auf, ich habe 71017 von 2017 die Minifigur Sonderserie zum Batman Movie für euch hier. Eine wunderbare Serie, 20 Figuren. Wie ihr vielleicht wisst, könnt ihr die bei mir einzeln kaufen natürlich. Oder in der Überraschungstüte oder alle 20 schon im Block. Das ist eigentlich das ganz Wunderbare, denn dann kauft man sich keine doppelten aus Versehen und so weiter und so fort. Die 20 sind auch immer ein bisschen günstiger als im Einzelkauf. Das heißt, man spart auch noch etwas und hat dann immer etwas zu Hause so als Goodie. Oder natürlich für die, die einfach im Block sammeln wollen, keine Last. Man kommt zum Helden, kriegt sein Tütchen, freut sich, geht nach Hause. Alles ganz wunderbar. Die wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich mache auch gleich noch ein Video über die Nachfolgeserie, jetzt die ganz normale Standard 17er Serie zum Sammeln. Aber die hier wollte ich euch mal kurz, einmal kurz drüber geredet und dann ist das schön und dann schauen wir mal. Ich wollte aber auf jeden Fall ein Video machen, gell? Ja, genau. Es gibt dann hier so ein schönes Zettelchen, das kennt ihr ja, da könnt ihr abhaken, was ihr schon alles habt und seht das und freut euch und so weiter und so fort, ist in jedem Beutelchen mit drin. Natürlich steht jede Figur auf so einer Sammelplatte, die sind ganz besonders toll, denn die gibt es eigentlich in keinem Set. Zumindest nicht in Schwarz. Ganz, ganz selten. Und da hat man dann hier eine davon, haben die einen wunderbaren Stand. Traumhafte Platte. Auch jetzt hier zum Beispiel bei dem Vacation Batman. Quietscheentchen-Kollege. Der hat hier noch seine Flossen. Die kommen natürlich unten drunter, aber dann steht er nicht mehr auf dieser schönen Platte. Deswegen habe ich die hinten an den Fuß gesteckt, damit ich sie nicht verliere. Also fangen wir doch mal an. Zeige ich euch mal hier. Der kleine Urlaubs-Batman. Ist der nicht super? Ja. Mit Quietscheentenring. Also finde ich ganz großartig. Macht mir viel Freude, das Teil. So, stelle ich doch mal hier vorne hin, dann sieht man ihn noch. Ja, funktioniert. So, dann haben wir hier den Cave Batman. Natürlich auch mit Cape, mit super Helm. Ich mag das ja, wenn die einen Helm haben. Sind auch mit Abstand die beliebtesten Figuren aus der Serie, die Helmjungs. Dann haben wir hier eine Fee. Ist das nicht toll? Mit natürlich auch Batman-Helm, deswegen auch sehr beliebt. Ah, mit dem Glamrocker, ganz klar von Kiss. Ja, großartige Band, großartige Figur. Ein Kiss Batman. Also mein. Da kommt einiges zusammen. Dann haben wir hier Hugh Hefner. Ist er natürlich nicht. Das ist der Lobster-Batman. Aber naja, ich weiß nicht. Also ich kenne ganz wenig Leute, die sonst mit Morgenmantel so rumlatschen. Und es passt ganz gut zu Batman. Super Lobster dabei. Auch ein tolles Teil. Sehr beliebt. Sehr beliebt. Ja. So, die Gordon. Da haben wir sie. Eine Polizistin. Immer beliebt. Schöne Frisur mit Helmchen drauf. Tolles Ding. Und hier natürlich auch noch das kleine Bat-Symbol dabei. Ganz wichtig. Ja. Und ganz beliebt. Commissioner Gordon natürlich. 76003, ich glaube schon, war der auch drin. Das Set wollte kein Mensch damals haben mit diesem beigefarbenen Tumblr drin. Aber jetzt reißen sich alle um die Figur. So ist es manchmal. Der Arkham Asylum Joker. Spitzenklasse. Steht hinten noch Arkham drauf. Ja. Die sind schön detailliert, die Figuren. Also der Print ist echt immer gelungen. Macht mir viel Freude. Hier haben wir den Kollegen Dick mit seiner Dose und Brille. Ist jetzt nicht meine Favoritenfigur. Aber für die Sammlung, um sie zu komplettieren, ist er dabei. Power Batgirl mit toller Frisur und Cape und allem dabei. Auch schön. Eine. Die Figuren sind recht aufwendig. Das quält mir bei den Minifigur-Serien sowieso immer. So, Red Hood. Da haben wir ihn. Der Kollege mit dem komischen Kopf. Muss man mögen, würde ich sagen. Aber ist dabei. Und er ist jetzt eine beliebte Figur, am Anfang nicht so, aber jetzt zieht er. Der Radiergummimann, der ist lustig. Auch dabei. Ja. Auch komplett, Hose bis unten hin per Print. So, das, ja, da geht's vorwärts. Harlekin als Krankenschwester. Das erfüllt viele Wünsche, glaube ich. Ja, Spitzenfigur. Hochbeliebt, selbstverständlich. Bei erwachsenen Sammlern, ich kann es mir gar nicht erklären. Ein Orca. Finde ich toll, diese Tier-Sondergeschichten in diesen Serien, ja auch wie jetzt der Maiskolbenmann oder davor der Hotdog-Mann oder sowas, die finde ich immer super. Haben wir hier einen Orca. Daha, mit Fisch und Krabbe und Krebs und allem mit dabei. Spitzenfigur, ohne Helmchen natürlich, aber super. Auch schöner Print auf der Hose, nett dabei. Gehen wir weiter. Ja, das ist für mich Wolverine, aber ist es nicht, das ist einfach jetzt hier nur... Der Katzen-Batman sozusagen.
Ich mag das. Für mich ist das ganz eindeutig ein Wolverine. So, ein Bunny. Spitzen Haseohren. Ganz großes Kino. Da haben wir ihn dabei. Tada! Und ein netter Taschenrechner. Moment, bisschen schief. Zeige ich euch mit dem Buzz Lightyear-Kostüm sozusagen. Spitzenklasse. Stehen Kunden draußen und spielen mit ihrem Telefon. Ja, so ist es manchmal. Die Scheiben hier sind dünn. Da hört man viel. Ein Tutanchamun. Mit Schlange, Zepter, Kittel, Helm, alles dabei. Eine Spitzenfigur. Die ist sehr, sehr beliebt. Wird hier im Block gekauft für die ganzen Leute, die irgendwelche Pharao-Ägypten-Sachen aufbauen. Da kann man den natürlich Weltklasse benutzen. Eine Spitzenfigur. Und hier noch zum Ende mit den Blitzen vom Imperator mit Super-Iro. Alles dabei. Ja, die Pantomime. Da haben wir sie. Eine nette Figurenserie. Mit tollem Zettel. Bekommt ihr alle einzeln verpackt in einem netten kleinen Polybag. Mit dem gefaltet, alles ist dabei. Natürlich sind die Kittel dann hinter der Anleitung gelegt, damit da nichts verknittert. Und perfekt für Sammler, aber natürlich auch zum Selbstaufbauen, zum Verschenken, was auch immer es sein soll. Ne? Eine tolle Figur. Kommt mich auf jeden Fall besuchen, es ist so ein glorreicher Tag. Es gibt hier viele nette Sachen. Gleich kommt noch das Video von den anderen neuen Minifiguren. Die seht ihr hier schon, das ist immer so hingeklebt hier an meinem Tisch. Da sind sie, die hole ich gleich mal raus, stelle ich dir euch auch mal kurz vor. Und die gibt es natürlich auch schon abgepackt im Beutel bei mir zu kaufen. Klare Sache. Ja, habt einen glorreichen Tag. Ich habe auf jeden Fall einen. Bis bald, macht's gut.